Hallo, ich bin Glenn, ich bin Journey Practitioner bei der Journey nach Brandon Base und ich habe die große Freude und das Vergnügen, heute hier mit Kathleen Köhler zu sitzen. Hallo. Ebenfalls Journey Practitioner und schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, dann fangen wir mal an. Kathleen, es gibt ja da eine besondere Geschichte. Du hast ja eine ganz besondere Journey erlebt und die möchte ich direkt mal als Einstieg nehmen. Dich zu fragen, erzähl mal ein bisschen was von dieser Journey, was daran so besonders war und wieso du die so als besonders spannend in Erinnerung hast. Also sie war sehr rührend, diese Journey. Ich durfte eine ältere Dame bekleiden. Die Dame war damals 78 Jahre und die hat schlimme Zeiten erlebt während des Krieges oder am Ende des Krieges. Die Dame wurde vergewaltigt und ist beraubt worden und hat dadurch natürlich traumatische Erlebnisse abgespeichert im Körper. Und wie gesagt, sie war 78, ihr ist das passiert, da war sie 12, also sie war noch ein Kind. Ja, das ist schon heftig und hat das ein Leben lang mit sich rumgetragen, hat psychotherapeutisch natürlich gearbeitet, sie hat Tabletten genommen und es ging immer mal zeitweise und dann wurde es wieder schlimmer. Sie hat Verfolgungsängste gehabt, sie konnte nicht schlafen, sie konnte auch nicht im Parterre leben, weil sie immer Angst hatte, dass eingebrochen wurde. Sie ist alleine nicht mehr auf die Straße. Ihr Mann musste sie immer begleiten. Und wir haben dann zwei Journeys gemacht. Die erste Journey, die war sehr, sehr heftig. Auch da war die körperliche Reaktion sehr stark gewesen. Und da hatte sich dann aber schon einiges gelöst. Und sie hat sich dann nochmal entschlossen, eine Journey zu machen. Und nach dieser Journey hat sie mir durch eine Freundin Bescheid sagen lassen, dass es ihr sehr gut geht. Sie kann jetzt wieder alleine einkaufen, sie kann alleine Bus fahren, sie fühlt sich sicher. Und ihr ganzes Leben hatte sich zum Positiven gewandelt. Ne? Und das hat mir eben auch gezeigt, das ist egal, wie alt man ist, sogar mit 78 kann man noch ganz, ganz viel ablösen, was man das ganze Leben mit sich rumgetragen hat. Und was mich sehr berührt hat, war, sie ist zu mir gekommen und hatte eigentlich schon vergeben. Sie hat diesen Tätern vergeben, weil sie die Geschichte gekannt hat, weil sie wusste, was auch dort für Nöte gewesen sind und was die Menschen erlebt hatten. Und das war für mich ein Erlebnis, wo ich sage, das können wir ja bei kleinen Sachen manchmal nicht. Ne? Und diese Frau hat so ein großes Herz gehabt und konnte solchen Menschen vergeben. Ja. Aber trotzdem ist das Thema nochmal hochgekommen. Das Thema war bei ihr drin in den Zellen. Ne? Das heißt, es war nie verarbeitet, es war unterdrückt worden und nie richtig verarbeitet, so dass dieses Trauma in den Zellen drinne gehangen hat. Und mit Tabletten hat sie natürlich diese Symptome wie Ängste, Herzrasen, ne? Diese Verfolgungsängste vor allem oder auch Zwänge nur unterdrückt. Es wurde nie so gearbeitet, dass das aus den Zellen herausgelöst werden konnte. Ja. Ja. Schön. Das haben wir hingekriegt. Wahnsinn. Was hat sich jetzt für die Frau jetzt verändert konkret? Also was war jetzt wirklich nachweislich anders? Sie hat sich ruhiger gefühlt, sie hat diese Verfolgungsängste im Alltag nicht mehr gespürt. Sie hat sich freier gefühlt. Sie war ausgeglichener im Alltag, auch ihrem Mann gegenüber, der hat das mitbekommen, weil er ja sehr eng, er war ja sehr eng mit ihr, ne, und hat sie auch bei allem begleitet. Und in dem Sinne hat sich die ganze Lebensqualität natürlich erhöht. Ne? Es hatte hier richtig diesen Einfluss auf den Alltag. Mhm, ja. Genau. Das heißt, nochmal durch den Prozess gehen, wurde ihr praktisch die Zellinformation verändert oder gelöscht. Ja. Damit hat sich das ganze Leben, und es war ja immerhin schon über 60 Jahre her, das Erlebnis. Ne? Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Schön. Also diese Zellinformationen haben wir ablösen können. Mhm. Ne? So, dass zwar die Erinnerung bleibt, aber diese Emotion, die mit dieser Erinnerung verknüpft ist, die konnten wir ablösen. Mhm. Okay. Und dadurch hat sich das ganze System beruhigen können.